Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Monster Hunter Video. Und es geht darum, dass wir mal eine Quest zusammen machen. Und wir wählen mal die erste aus: Waldverschlinger Groß Yagras. Die ist so gesehen relativ einfach. Kleiner Tipp noch: Wenn ihr die Beta gespielt habt und wollt die Vollversion auch spielen, schließt die Quest auf jeden Fall ab, weil es gibt für jede Quest eine Belohnung für die Vollversion. Nur so nebenbei erwähnt. So, Ausrüstung. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Wir haben so viele Waffen. Ich nehme mal das Großschwert. Und was nehmen wir für eine Ausrüstung? Wir sind im Wald unterwegs. Was haben wir hier? Betäubungswiderstand. Das macht er weniger. Nehmen wir hier den Angriffsboost. Müssen wir natürlich alle anziehen, alle Rüstungsteile. Um dann dementsprechend auch einen höheren Bonus zu bekommen. Müsste eigentlich sich dann auch. Moment, ich gehe nochmal gerade zurück. Ja. Wenn man sieht, Angriffsstatus von der Waffe ist 340. Wenn ich dann jetzt die Sachen anziehe, jetzt bei 350, bleibt auch bei 350. Und wenn man auf die Fähigkeiten gucken, wir haben Stufe 1, also Angriff plus 3. Den kann man wahrscheinlich dann auch noch mit Juwelen oder so dann verbessern, aber das ist hier in der Beta nicht vorgesehen. Finde ich schade. Man könnte natürlich hingehen und einen Mix machen, was eigentlich nicht, glaube ich, angedacht ist. Nee, da ist der Angriffsboost, das ist richtig. Das ist Kletterer. So, jetzt haben wir auch 350, also nicht wirklich mehr. Gucken wir mal hier drauf. Angriffsbonus, Angriff plus 6. Also durch die zwei Sachen kriegen wir ein bisschen mehr. Genauso wie die Verteidigung, dass die höher ist und die Affinität ist 3%. Also machen wir in dem Sinne sehr guten Schaden. So, dann nehmen wir als Mantel, lenkt die Aufmerksamkeit von Monstern auf dich. Ja, das ist der Agro-Mantel, kann man ja schon fast sagen. Ich nehme mal den hier. Und den kann man eh nicht wechseln. Alles klar. Den Palico, da nehmen wir hier den Bogen mit. Nee, ich glaube, das lassen wir so. Das auch. Und hier nehmen wir einfach mal die Blitzfliegenkäfig mit, weil ich finde das recht nice. Und aufbrechen. So, wir haben jetzt 20 Minuten Zeit, um die Quest zu erledigen. Finde ich im Allgemeinen jetzt zwar schaffbar, aber für Neulinge finde ich es ein bisschen knapp. Weil, wenn ich mir überlege, damals bei Monster Hunter war es immer so, dass man so 50 Minuten Zeit hatte. Finde ich ein bisschen albern. So, ja, hier aufs Lager will ich in dem Sinne so nicht eingehen, weil das habe ich in einem anderen Video gemacht. Hier ist die Vorratstruhe. Dort sind Materialien drin für die Gruppe oder wie im Singleplayer halt für einen. Hier sind halt die leeren Fiolen. Daraus sollte man dann halt Sachen herstellen. Ich nehme die mal mit, weil ich habe eine Idee. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt dazu kommen. Das würde ich dann eher bei einem anderen Monster versuchen. So, und dann gehen wir einfach mal raus in die Welt von Monster Hunter. Der Vorteil ist, dass man sich hier auf dieser Riesenkarte einfach frei bewegen kann, ohne ein Ladescreen zu haben. Das gab es vorher auch noch nicht. So, jetzt geht es eigentlich daran, das Monster zu suchen. Die hier sind ziemlich harmlos. Das sind Pflanzenfresser. Die tun einem nichts. So, hier ist Stein. Den kann man aufheben. Dann kann man das in der. Das sollte sich Hat als man Schleudermunition Schleudermunition. eignen. Wenn man Damit kannst du L2 weiter gedrückt entfernte hält, Ziele hat man so ein treffen. Ziel. Mit LR2 schießt man die dann. So, was haben wir hier? Achso, das sind diese Vitalitätspflanzen. Wenn man die angreift, kann man sich auch heilen. Das ist genau dasselbe. Mit Hilfe der Oh, da kommt Fokuskamera er ja. verlierst du ein Monster weniger leicht aus den Augen. So, wie man Okay, sieht. du weißt, was zu tun ist. Geh hin und leg los. Ja, guten Hunger, sage ich mal dazu. Okay, so, dann greifen wir es einfach mal an. Erfahrungsschwert, eine schützende Nahkampfwaffe. Mit gesammeltem Munition
sie noch besser. Gelbkäfer verstecken sich, sobald der Kampf beginnt. Vergiss das nicht. So, jetzt haben wir die Waffe aufgeladen. Der Monster bewegt sich nicht mehr. Das ist deine Chance. So, die Waffe ist erstmal aufgeladen. Man sieht sie auf der linken Seite, wie das wiederholte Balken sich füllt. Und wenn man das hat, R2 drücken für den Elan-Angriff. Wenn man diese Kombo durchzieht, verstärkt sich der verstärkt sich das Schwert. So, es reicht, dass der letzte Angriff passt. Also der letzte Teil des Angriffes. Ja. Der dürfte gleich auch schon down sein. So. Ja, wie gesagt, rot. Mehr geht auch nicht. Schau mal, das Monster ist fast am Ende. So, jetzt sieht man, dass es humpelt. Und ich würde jetzt sogar mal hingehen, weil das relativ schnell ging. Ach so. Hier sind so Fußspuren. Die sollen einem einen Hinweis geben auf das Monster. Gab's vorher auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Aber nun ja. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt hingehen. Rotkern-Schleudermunition. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte... Moment, kann man hier eventuell das auf der Karte sehen? Sporenbausch. Eventuell. Du kannst Sprungangriffe benutzen, um auf Monster aufzusteigen. Das Problem ist, ich hoffe, dass ich eventuell hier... Kann ich auch unterwegs was herstellen? Gucken wir mal eben. Herstellungsliste, da. Ich wollte... Da. Beruhigungsbombe, da. Schlafkraut und Lehmpilz. Das sind die kleinen Viecher von dem. Die interessieren mich jetzt aber gerade gar nicht. Oh, das ist auch gut, dass man sich zumindest bewegen kann, wenn man im Menü drin ist. Dass man laufen kann. Großjagras, das interessiert mich jetzt gerade wenig. Ich möchte einfach nur... Das ist auch wieder Rotkern. Da ist ein Lehmpilz, da ist ja schon mal was. Zwei Stück. Wir haben ja noch was Zeit. Ich hoffe, dass das hinhaut. Das Knochenhaufen. Kraut, daraus kann man, wie gesagt, Tränke herstellen. Beziehungsweise habe ich ja in einem anderen Video erwähnt. Ich finde die Bewegungsabläufe auch sehr geschmeidig. Es ist was flüssiger gegenüber den anderen Teilen, finde ich. Nehmen wir mal ein Kraut mit, dann kann ich das eventuell auch mal zeigen. Ach Gott. Schlafkraut brauchte ich noch, genau. Pilze, da ist aber nichts. Rotkern. Was ist das hier? Eine Feuernuss. Nee. Auch wieder Rotkern. Das ist doch, glaube ich... Wenn du schlau bist, kannst du mit der Schleuder am Monster ablenken.
Ah, damit kann man auch nicht schlecht. Ich suche aber immer noch Streunuss. Sprengnuss. Fußspuren, Schleim. Einzigartige Pilzkolonie. Guck mal, was findet er da? Ein Gourmet-Pilzhut. Das ist ein Kontoobjekt. Das heißt, dass die Belohnungen erhöht werden. Rotkern-Dung. Das braucht man für die Farm, falls es eine geben sollte. Damit man selber auch anpflanzen kann oder so. So, das stört mich jetzt gerade, dass ich jetzt ausgerechnet die Pflanze nicht finde, die ich noch brauche. Hätte ich natürlich mich im Vorfeld vorbereitet. Hier ist zum Beispiel Erz. Ja. Eisenerz. Was man halt für Rüstungen und Waffen braucht. Grundstoff, Malachiterz, Eisenerz und das war's. Manchmal bekommt man auch eine Rüstkugel raus oder sowas. Das braucht man halt für die Herstellung oder Verbesserung von Rüstungen. Bitterkäfer. Da ist noch einer. Was haben wir da hinten? Nadelbeere. Flussfarn, den kenne ich gar nicht, diese Blätter. Ach, für Wassermunition, okay. Flussfarn haben wir nochmal. Ich würde echt gerne das... Oh! Hier ist noch ein anderes Monster. Was mich jetzt gerade aber nicht interessiert. Hier ist Honig. So, ich glaube, da. Haben wir zwei Stück. Ich weiß jetzt nicht, ob die reichen. Aber andersrum gesehen, haben wir mehr? Ich glaube nicht. Hier ist nochmal Schlafkraut. Gut zu wissen, so sieht das aus. Da ist nochmal Schlafkraut. Was haben wir hier? So, wo sind wir denn hier? Was haben wir hier? Ein Spinnennetz. Daraus kann man Fallen herstellen. Krabbeln wir hier durch. So, jetzt müssen wir nur gucken, sind die auch hier drinne? Da sind die Beruhigungsbomben. Das ist der Wettstein. Hier ist die Schockfalle. Es ist echt interessant, hier das zu erkunden. Oh, wieder Eisenerz.
Noch mal Eisenerz. Ich will jetzt auch nicht zu viel sammeln, weil man hat in der Beta eh nichts davon. Aber man sollte natürlich, wenn man in der Vollversion unterwegs ist, dieses nutzen. So, ich würde mal sagen, falls ich jetzt nichts mehr finde, so, wo hey, ist der denn? Diese Büsche sehen wie ein perfektes Versteck aus. Ja, ich will mich aber nicht verstecken, sondern ich suche den. Und jetzt müssen wir uns langsam beeilen, weil die Zeit knapp wird. Da ist er ja. So, und dann gehen wir jetzt hin. Setzen die Falle dahin. Wählen dann blitzschnell die Beruhigungsbomben. Schwächen ihn noch mal ein bisschen. Packen das weg. Der ist immer noch benommen. Deine Waffe verliert ihre Schärfe. Geh auf Abstand und benutze einen Wetzstein. So, ich hoffe, der kommt jetzt mal hier hin. Die ganzen kleinen Viecher könnte man auch ausnehmen. Das wird wahrscheinlich auch dann Materialien zum Herstellen. Wenn ein Monster weg ist, dann halte dich an die Stählkörper. Die führen dich direkt zu ihm. Boah, das nervt mich jetzt total ab hier. Ach, der kleine... Hat da... Ist der immer noch benommen? Das ist aber lang. Wenn das so weitergeht, hat gleich der Kleine den da... Kann ich den nicht zurückrufen? Weiche den Angriffen aus. Solche Treffer möchtest du nicht einstecken. Nein, er geht natürlich jetzt weg. Vielen Dank. So. Ich schätze nicht, dass ich die wieder eingepackt habe. Nein, habe ich nicht. Es gibt doch hier, soweit ich weiß, ein Lager. Aber ich glaube, das ist jetzt auch irrelevant. Schade, ich wollte das zeigen, aber ich hätte die Fallgrube noch mitnehmen sollen. Die in der Kiste ist. Aber nun gut. Wie man sieht, es wird, ja, wird's dunkel oder was? Es ist dunkel. So. Jetzt haben wir natürlich so viel Zeit damit verplempert. So, das Sprinten kostet natürlich Ausdauer. Wie man sieht, geht der Ausdauerbalken auch runter. Und wie man auch sieht, ist was von der Ausdauer weggegangen. Da können wir hier sowas zu uns nehmen. So, dann ist die Ausdauer wieder aufgefüllt. So, und da unten steht er. Wie gesagt, leider habe ich jetzt keine Falle mehr dabei. Aber dann machen wir es halt so. Der Klassiker. Weiche den Angriffen aus. Solche Treffer möchtest du nicht einstecken. Ja. Ja. Damit haben wir das Monster besiegt, die Quest erledigt. Jetzt könnten wir noch hingehen und das Monster natürlich looten. Und aus diesen Materialien, die wir bekommen, könnten wir dann theoretisch gesehen eine neue Rüstung machen. Sofern man das möchte. Und man müsste schauen, was die dann für Werte hat. Ja. Das war's. Das war die erste Quest. Einen Großjagras erlegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie unten in die Kommentare rein oder mir per PM. Wenn ihr mich auch mal live sehen wollt, twitch.tv/xmapx.
Ich danke für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen angenehmen Tag, morgen, Nacht, was auch immer, wann ihr das Video guckt. Und ich bin raus für heute. Ciao, tschüss, bis demnächst.